Ja, schönen guten Abend. Ich möchte Sie ganz herzlich im Namen des Deutschen Filmmuseums begrüßen zu der Premiere von Armenia. Es ist nicht ganz, also eigentlich gestern hatten wir schon eine Vorpremiere vor vollen Haus mit armenischen, genau, mit Armeniern. Und heute sagen jetzt die offizielle Premiere nochmal, ja. Ich freue mich ganz besonders, dass wir eben heute sowohl Mark Littler da haben als auch den Hauptdarsteller Alain Krobalian. Herzlich willkommen. Genau. Will dich noch ganz kurz vorstellen, obwohl den meisten Leuten bist du wahrscheinlich bekannt hier. Marc macht seit 1999 Filme, hauptsächlich unabhängig, also als Filmemacher, Drehbuchautor und Produzent. Er finanziert die Filme größtenteils selber. Das stimmt nicht ganz für den Film heute Abend. Das ist das erste Mal, dass so eine offizielle Förderung eine. Ja. Naja, aber es hat sich, also es war der Sache wert, sozusagen. Na gut, okay, das ist ein anderes Thema. Aber ansonsten eben unabhängiger Filmemacher, der sich eben besonders durch eine sehr eigene Ästhetik, auch eine sehr radikale Ästhetik, auszeichnet. Seine Filme haben überwiegend Dokumentarfilme, widmen sich oft Underground-Künstlern, Musikern. Sehr viele seiner Filme sind Musikfilme. Und ja, vielleicht um einige Titel zu nennen, jetzt gerade aus den letzten Jahren, Kingdom of Survival, wo es um alternative Demokratie oder alternative Gesellschaftsformen geht, den Hard Soil, das war sein letzter Film, wo es um Folkmusik, aber mehr so Richtung irgendwie Punk geht. Und Lost Coast, was eine Reise nach Kalifornien ist, aber auch unter anderem eine Sinnsuche. Das sind alles irgendwie Themen, die immer wieder auch in seinen Filmen vorkommen und ein wenig auch der Film heute Abend, obwohl er eigentlich ganz anders ist als die anderen Filme, findet man doch viele Elemente auch wieder. Es ist auch ein Reisefilm, es geht um eine Sinnsuche und ja, vielleicht so viel dazu. Genau, viele deiner Protagonisten oder viele Filme haben sich aus alten anderen Filmen ergeben, dass du bei Dreharbeiten Leute kennengelernt hast, denen du dann einen eigenen Film gewidmet hast. Das ist auch sozusagen ein wenig heute Abend der Fall. Und damit sind wir eigentlich jetzt schon beim Film und vielleicht willst du vorweg noch ein paar Worte sagen. Oder sonst doch nicht. Na, vielleicht wollen wir noch willkommen heißen Friedrich Paravicini, der zusammen mit Digger Barnes und Alain Krobalian und ein paar Texten von mir die Filmmusik komponiert hat, die elementar wichtig sein wird, wie man gleich sehen wird. Und wie so oft bei meinen Filmen darf man nicht vergessen, es ist ja so wenig Geld immer im Spiel. Und ich glaube, ohne den Soundtrack hätten wir gar keinen Film. Also nochmal Dank an die Jungs. Auch, dass Sie heute hier sind. Und noch was zum Geld. Es sind viele Crowdfunder heute im Publikum. Und es ist zwar nett, dass das Land Hessen uns Geld gegeben hat, aber wichtiger sind eigentlich unsere Crowdfunder, weil ohne die wird gar kein Film entstehen. Weder in der Vergangenheit noch in der Zukunft. Ich hab euch weitestgehend alle mit Tickets versorgt. Wenn nicht, dann revanchiere ich mich irgendwie andersweitig. Nachher bekommt ihr auch noch alle DVDs. Vielen Dank an unsere Crowdfunder. Ferner sind noch ein paar alte Mitstreiter dabei, die den Wahnsinn am Anfang mitgemacht haben und dann gesagt haben, ich glaube, vielleicht sollten wir unser Leben irgendwie sinnvolleren Aktivitäten widmen als dem Chaoten. Wir haben euch nicht vergessen. Willkommen heute Abend. Nochmal meinen Dank an Astrid Beglarian, die im Film ein Cameo hat und gestern durch den Abend geführt hat und ihre Familie. Ich glaube, das war eine würdevolle Sache gestern Abend. Heute ist ein bisschen loser von der Veranstaltung, ein bisschen mehr durchmischtes Publikum. Und dennoch, ich glaube, es war ein schöner Abend gestern Abend. Und jetzt haben wir auch genug gefaselt. Nach dem Film gibt es ein Q&A. Dann trinken wir ein paar Bier. Wer eine DVD mitnehmen will, kann das auch machen. Aber jetzt erstmal gehen wir auf Reise in den Kaukasus mit Heik Burgos. Schönen Abend.
Dankeschön. Ja, da möchte ich nur mal ganz herzlich begrüßen Marc Littler und Alain Kobalian. Alain hat den Film gestern zum ersten Mal gesehen. Genau, deswegen ist er noch ein bisschen unter dem Einfluss dieses Erlebnisses. Genau, da werden wir gleich dann auch noch was zu fragen. Genau, aber vielleicht erzählt ihr erst noch mal ganz am Anfang, wie ihr euch kennengelernt habt, wie die Idee zu dem Film entstanden ist. Ganz schnell. Ja. Ich wollte 2004 nach San Francisco auswandern mit meiner Frau, bin in Drei Königskeller gegangen, habe eine Band gehört, die der Olivier Pigos aufgelegt hat, die hieß The Dead Brothers. Das ist der Sänger der Dead Brothers. Dann habe ich mich entschieden, einen Film über die Dead Brothers zu machen. Das war vor 11 Jahren. Genau, und dann habe ich Ihnen erzählt von die Idee, dass die Geschichte von meiner Familie, und wir haben entschlossen, es wäre doch interessant, mal den Weg zurück zu gehen, zum gucken, was das auslöst, ob man sich besser findet. Das haben wir dann 10 Jahre nachher tatsächlich, weil er hartnäckig ist, gemacht. Er sagte, ja, aber du weißt, ich bin kein Schauspieler. Und dann habe ich gesagt, muss doch nicht sein, du musst nur der Archetyp aller Armenier sein. Und dann hatten wir beide sehr große Angst. Und naja, also wenn ich den Film sehe, sehe ich nicht alle. Und das ist eigentlich das Erstaunlichste daran. Also es ist fast so, als wäre irgendwie was anderes geworden. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen pathetisch, aber wir haben beide den Eindruck, als wäre Haik Burgos zwar zu Teilen alle, aber zu großen Teilen noch was ganz, ganz anderes. Ja, aber stelle ich mir eigentlich auch sehr schwierig vor, sozusagen das eben zu spielen, weil einerseits ist es deine Geschichte, andererseits stellst du jemanden oder jemanden aus deiner Familie da. Wie ist dir da beim Drehen ergangen sozusagen? Oder wie konntest du das so gut differenzieren? So? Ich weiß es nicht genau, aber was ich weiß, ist, dass was ich mag, noch nicht gesagt. Ich glaube, wir sind in Konversation. Immer. Mit vorher, mit nachher, mit woher wir kommen. Wir reden in unsere Köpfe mit und hoffen und stellen uns vor, wir kommen von dort. Und sind in Kontakt und reden weiter. Mit uns selbst weiß ich nicht, ob das mit uns selbst ist. Und das ist eigentlich, was ich da, muss ich sagen, beim Film erlebt habe. Ja, so eine bizarre Art eigentlich, weil es ein innerer Monolog ist, der aber weitestgehend auf Gesprächen basiert, die wir beiden geführt haben in den letzten 11 Jahren. Also es ist irgendwie ein Dialog, innerer Monolog, angereichert mit philosophischen Grundbetrachtungen von Leuten, die noch ein bisschen weiser sind als ich. Und die aber Themenbereiche tangieren, über die Alain und ich uns seit 11 Jahren austauschen. Also, ist es ein Buddy-Movie, nur der Buddy fehlt. Ja gut, und im Hintergrund habt ihr natürlich ein sehr großes, umfassendes, sehr schwieriges Thema, wo man natürlich irgendwie fragt, wie geht man da am besten sozusagen heran, wie kann man das darstellen oder eben nicht darstellen. Und indem man es ganz klein macht. Es ist ein riesiges Thema und es wäre anmaßend, die definitive Antwort geben zu wollen. Also haben wir uns entschieden, es ganz klein zu machen, ganz langsam zu machen. Und er macht ganz alltägliche Dinge, die wir ganz bewusst überpoetisiert haben. Und ich verstehe, dass Leute sagen, das nervt und wir sehen ihn die ganze Zeit und die ganzen Bücher und das Tempo. Aber das ist so unser gefühlter Rhythmus, wie unsere Freundschaft ist und wie auch diese Reise war. Und wir haben versucht, dem Rhythmus der Reise und unserer Freundschaft im Prinzip treu zu bleiben, auch wenn manche Leute sagen, es ist hart an der Schmerzgrenze aufgrund der Langsamkeit. Gut, das ist ja Gewohnheitssache. Also ich mag sowas, muss ich sagen. Also genau, weil gerade diese Langsamkeit ja auch eben Raum lässt, um sozusagen die Gedanken weiterzutragen und sich damit auseinanderzusetzen. Genau, aber im Prinzip war diese Reise war dann im Prinzip sozusagen 1:1. Also ihr seid gleich beim ersten Mal, als ihr hingefahren seid, habt ihr die Kamera mitgenommen und habt gedreht oder wart ihr
Also es ist ja, es ist zu 100% geskriptet. Das Einzige, was dokumentarisch ist, ist der 24. April, die Gedenkfeier. Das war dann so, dass ich meinem Produzent gesagt habe, will ich? Und dann hat er mir Bilder geschickt. Und da hat er echt ganz großes Talent bewiesen, weil er so unglaublich nah dran war an dem, was ich wollte. Mhm. Und dann hat er in Verbindung mit unserem Tourguide, der total wichtig wurde, Eduard Saroyan, diese wahnsinnigen Locations, die viele Armenier gar nicht kennen, für mich gefunden. Und ich habe die quasi mir ausgedacht. Ich habe mir ausgedacht, wie Armenien aussieht. Und dann musste der Armenier diese Locations finden, die sich der verrückte Deutsche ausgedacht hat. Mhm. Und ich habe mir die ausgedacht, weil ich ihn da drin gesehen habe. Es war also für meinen Produzenten und für den Tourguide ein sehr unangenehmes Erlebnis. Zum Beispiel der Zug, den gibt es so gar nicht. Also der wurde bestellt aus Tiflis, weil anders als in Frankfurt man das da einfach mal machen kann. Eduard Can, bring mir einen Zug aus Tiflis. Und dann kam der Zug. Ganz merkwürdig. It happened, didn't it? Ja, yeah, okay. Genau, gibt es schon Fragen aus dem Publikum? Vielleicht eine Frage wäre, ich antworte, nehmen Sie nur den Mikrofon. Wir haben gewartet zu gucken und wir wussten das nicht eigentlich, was es mit mir macht, dort zu gehen. Ich hätte eine ganz nüchterne Frage, wo waren diese Orte? Ich war immer ein bisschen unsicher, wo bin ich denn jetzt gerade? Das ist wichtig. Das nennt sich Derangement of the Senses. Da bin ich extrem stolz drauf, weil sie so einfach so total elegant und unsichtbar auf einmal von Marseille in Armenien enden, ohne das Bild vom Flieger und all so ein Quatsch. Es geht darum, sie so ein bisschen räumlich und zeitlich und gedanklich zu verwirren, um ihre Kanäle der Wahrnehmung zu öffnen. Die Orte waren Basel, Frankfurt, Marseille, Jerewan, Gyumri, Sevan. Sevan. Ja, noch, wo brauchen wir noch? Sevan, ja, da genau. Ja, sorry. Sie merken schon, die Verantwortung, die dieser Film mit sich trägt, ist sehr, sehr groß. Ja, und im Prinzip geht es darum, dass er von Jerewan immer weiter in die entlegensten Gegenden des Kaukasus geht und sich eigentlich auflöst. Und niemand hat sich bisher so schön aufgelöst wie allein. Genau, du hast eben gerade angefangen, ein bisschen dazu von zu erzählen, was dieser Film mit dir gemacht hat und vielleicht kann ich mir das noch... Eigentlich, die Frage war schon, was das mit mir ausmacht. Fühle ich mich zu Hause? Und Astik hat mir, glaube ich, gesagt, du wirst sehen, du wirst die Berge sehen und spüren, der Heimat. Ich habe gesagt, Süße, ich komme aus der Schweiz. Sie werden mich nicht, Sie sind beeindruckend, das ist klar. Aber ich muss zugeben, da wurde ich auch im armenischen Fernsehen gefragt, und? Ist das Ihre, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Und eigentlich nein. Nicht unbedingt. Ja, ich glaube, das war so eigentlich unser Hauptaugenmerk, wir wollten de facto keine einfachen Antworten geben, sondern eigentlich mehr Fragen stellen und haben im Prinzip Armenien wie so ein Sehnsuchtsort der Urheimat, aber für uns alle gesehen. Also jetzt nicht nur der geografische Teil des Kaukasus, bekannt als Armenien, sondern im Prinzip so eine Art Arkadia, wie es auch im Film thematisiert wird. Also ein Ort, in dem wir so eine Art Urheimat finden, weil wir ja irgendwie alle verloren sind. Und Heimat ja eigentlich nichts Geografisches ist, sondern was Inneres gefühlt ist. Zumindest geht es in dem Film für mich darum. Und jedes Mal, wenn ich ihn sehe, geht es für mich irgendwie um was anderes. Das heißt also, ich selber verstehe diesen Film eigentlich gar nicht. Und er verändert sich, ich will nicht witzig sein, er verändert sich eigentlich jedes Mal beim Gucken. Für mich. Gestern war er zu schnell. Ja, gestern ging er ganz schnell zu Ende, stimmt. Haben wir noch ein paar Fragen? Da ist doch jemand. Marion, richtig? Die Texte sind von mir, bis auf das Gedicht, was im Hotelzimmer gelesen wird. Das ist ein Gedicht von dem amerikanischen Autor, der weitestgehend vergessen ist, dem Lyriker Kenneth Patchen. Die Themen sind im Prinzip Themen, die Alain und ich in unserer musikalischen Zusammenarbeit schon beleuchten. Er hat eine Band, die Dead Brothers.
Und ich schreibe für die Band teilweise Texte. Und so die Leitmotive, Grundeinsamkeit, innere oder transzendentale Obdachlosigkeit, Heimatlosigkeit, Väter, Söhne, Tod, Liebe, Verwirrung, Langsamkeit, Ego, sind dann über die Jahre natürlich entstanden. Und die Dinge, die dann unter anderem nicht in Songs gelandet sind, sondern die eher so Aphorismen waren, die sind dann in dem Film gelandet. Und ich habe ganz bewusst versucht, mich fernzuhalten von armenischer Literatur, vor allen Dingen deswegen, weil ich es prätentiös fände. Ich kenne mich damit einfach nicht gut genug aus, also habe ich meine eigene Sprache benutzt. Genau, also. Noch eine direkte Frage. Sie haben gesagt, dass Sie ja dahin gegangen sind, um die Heimat sozusagen wiederzufinden oder der Ort, wo die Vorfahren sind. Und dass Sie sie eigentlich in dem Sinne gar nicht gefunden haben. Die Frage ist jetzt, sind Sie dann enttäuscht dann wieder zurückgegangen? Nein, enttäuscht bin ich nicht, dort zurückgegangen zu sein. Und auch nicht enttäuscht, nichts gefunden zu haben. Weiß nicht. Ich habe vieles gefunden, aber in mir, klar. Aber ich hätte eigentlich nach Kairo gehen können. Ich wäre vielleicht gern nach Tokat gegangen, aber ich darf nicht. Es gibt viele Orte, wo ich zurückgehen könnte, um mich zu finden. Aber eigentlich, es geht schon um, dass wir diese Reise gemacht haben. Und das ist, wo wir die Heimat gefunden haben. Also die Reise zu einem selbst auf der Reise. Nein. Ich habe noch nie in meinem Leben ein Mikrofon benutzt. Das ist auch eine Erfahrung. Ich habe bei diesem Film ein paar Mal an Nostalgia von Tarkovsky irgendwie gedacht. Haben Sie das gesehen? Hat Sie das ein bisschen beeinflusst? Gestern wurde mir gesagt, der Film ist zu lang, nicht Fisch, nicht Fleisch, wie Tarkovsky. Da sehen Sie. Vor zehn Jahren haben wir einen Film gemacht, der Produzent ist hier im Publikum, David Mavis. Und da wurde mir gesagt, ich habe Belatar abgerippt. Den kannte ich aber bis dahin noch gar nicht. Und dann habe ich gehört, der hat einen Film gemacht, Satan Tango. Und dann dachte ich mir, naja, das ist ja ein Bombentitel. Wenn ich bei dem geklaut habe, dann kann es ja nicht so schlimm sein. Tarkovsky, also Stalker halt vor allen Dingen, klar, ist ein Einfluss, aber ich habe den jetzt auch bestimmt 20 Jahre nicht gesehen. Also unterbewusst mit Sicherheit irgendwie, also auch von diesem Erzähltempo und der fließenden Kamera. Ich habe aber seit 10 Jahren eigentlich die Angewohnheit, kaum noch Filme zu gucken, damit genau diese, also das offensichtliche Kopieren der alten Meister irgendwie weitestgehend versucht wird zu verhindern. Aber das schwingt da mit Sicherheit so irgendwo in der Rhizomatik, heißt das, gell? Im Unterbewusstsein schwingt es auf jeden Fall mit. Also kurzum, ja, ich bin Fan von Tarkovsky. Weil besonders diese Szenen, wo er im Bett, auf dem Bett sitzt und sich dann hinlegt, dann sieht man auch, wenn man den Film gesehen hat, auch gleichzeitig irgendwie diese Szene von Tarkovsky, wo er auch im Bett sitzt und dann sich auch drauflegt. Und dann erwartet man schon den Hund, aber den hatten sie nicht. Ja, es ist interessant, weil viele unserer Filme in der Vergangenheit, die galten als Männerfilme. Und die Filme, die mir am wichtigsten sind Lost Coast und dieser Armenia, sind Filme, die weitestgehend von Frauen geschätzt werden. Und ich glaube, das hängt damit zusammen, dass die irgendwie länger sitzen können und ein bisschen genauer hingucken können, weil der Film ziemlich verschachtelt ist. Also man kann ihn auch noch ein paar Mal gucken. Also bisher haben wir noch nicht so viele Leute, die ihn lieben, aber Leute haben mir gesagt, wenn man ihn sich denn dann mehrmals anguckt, ist es erstaunlich, wie viel man entdeckt. Und deswegen, vielleicht wollen Sie eine DVD mitnehmen und sich nochmal angucken. Oder zwei, oder Weihnachten und so. Genau, du hast vorhin gesagt, ihr habt jetzt nichts von armenischer Literatur drin, aber ihr habt immerhin den Parajanov mit drin, auch als von armenischer Kultur. Und ihr habt eben die Musik, du hast am Anfang schon ein bisschen was zur Musik gesagt. Vielleicht kannst du noch ein bisschen mehr dazu sagen, irgendwie, wie ihr die Musik ausgewählt habt, was euch da wichtig war. Manche Sachen sind ja von euch sozusagen auch und andere sind traditionelle. Vielleicht, genau, könnt ihr ein bisschen. Naja, also ich meine, es ist ja naheliegend, dass er involviert ist. Ja, klar. Und dann wollte ich eigentlich immer was mit Digger Barnes machen. Wir haben uns immer so mal über die Jahre mal so gesehen, so mal so 5 Minuten und dann nicht. Und dann hatten wir das große Glück,
Friedrich Paravicini dafür gewinnen zu können, der ein Studio hat. Und da ist halt einfach, da ist das Wahnsinnigste an Instrumenten und verrückten Mikrofonen. Und der kann das auch alles spielen. Und zwar nicht nur ein bisschen. Und so konnte ich im Prinzip spinnen, weil ich kann gar nichts spielen. Und Friedrich war eigentlich eher so unterfordert von meinen infantilen Anweisungen. Und dann hat er dann wirklich so die Basis gelegt und alle und Digga haben dann so das, also er hat das schön Geistige gemacht, die Jungs das etwas Rustikalere. Und das war vielleicht in meiner Karriere als Filmemacher, ja, Karriere, somit das schönste Arbeitserlebnis eigentlich, weil ich konnte so wirklich wie ein Kind spinnen und da waren diese Jungs und das Equipment und die Atmosphäre war gut und es wurde einfach so magisch umgesetzt. Und dieser Film wäre mal also auch gar nichts ohne diesen unglaublichen Soundtrack. Und deswegen muss er auch eigentlich im Kino geguckt werden, weil ansonsten kann es nicht wirken. Also vielen Dank an Digger und Friedrich und Alain für den großartigen Soundtrack. Das Thema ist ein großes Thema, das ist richtig. Ihr habt euch ja nicht erst vor 10 Jahren damit beschäftigt und jetzt den Film gedreht. Ist das trotzdem für euch so eine Art Berg, den ihr erstiegen habt? Oder geht es jetzt weiter? Oder was hat das mit euch gemacht? Denn die Reise, das ist ja nur ein Schritt in dieser Reise, denke ich, oder in diesem Beschäftigen mit diesem Thema, mit seiner Vergangenheit, wie jeder Mensch ja auch. Das hört ja nie auf. Komischerweise, ich glaube vor allem, Marc hat eine Heimat gewonnen in dieser Geschichte, in Armenien. er hat sich sehr wohl gefühlt. Ja, es stimmt schon, dass ich ihn oft missbrauche, meine Gedanken auszusprechen, weil er einfach viel besser in den Reflexionen von verschiedenen Fenstern und Spiegeln aussieht als ich. Und wenn ich dusche, dann sieht das unfreiwillig komisch aus. Und wenn er duscht, ich glaube, zu der Duschszene müssen wir nicht viel mehr sagen. Das hat einfach ein alttestamentarisches Gewicht und deswegen kommen meine Gedanken in seinen Kopf und er gibt mir seine Physis und dann passiert es. Und diese Reise wird natürlich weitergehen, weil die Freundschaft wird weitergehen, die Sinnsuche wird weitergehen, die Songs werden weitergehen und wenn wir dann mal irgendwie wieder was finden, wo ich ihn wieder missbrauchen kann als mein alter Ego, dann bin ich mir ziemlich sicher, dass ich es machen werde. Was aber interessant ist, was ich gelernt habe durch diesen Film, man zahlt doch für so einen Film die Zeche psychologisch. Also man läuft da jetzt nicht raus und tja, neues Jahr, neues Projekt. Also wenn es so tief geht, dann kann durchaus auch mal was kaputt gehen. Und das dauert dann ein bisschen, für uns alle, glaube ich, in der Crew. Das war schon so teilweise so ein bisschen unser Apocalypse Now. Einfach aufgrund der Tiefe, glaube ich, und dann wieder zurückzukommen in die vermeintlich normale Welt, war nicht so ganz einfach. Eine rein praktische Frage, wie lange haben Aufnahmen für diesen Film gedauert? Wir sind sehr schnell eigentlich. Der lange da, der, gucken Sie mal da, der kümmert sich darum, dass das alles so großartig aussieht. Also ich darf auch ein bisschen mitreden, aber also weitestgehend kümmert er sich da drum und unsere Zusammenarbeit, glaube ich, ist vor allen Dingen deswegen so gut geworden, weil wir ähnlich denkschnell sind. Also wir haben so ein ähnliches Denktempo und zwischen Denken und Handeln vergeht nicht viel Zeit und wir hatten in Armenien nur 12 Tage und in Marseille, glaube ich, 3, in Frankfurt 1, in Basel 2, also es ist eigentlich Rekordtempo. Und vor allen Dingen, da kommt es mir zugute, dass ich auch das Buch schreibe und vor allem die ersten 2 Rohschnitte auch mache, ich weiß, was wohin soll. Das heißt also, wir drehen nicht auf Masse, sondern wir drehen relativ fokussiert, um Zeit und natürlich auch dadurch Geld zu sparen. Und Philipp ist natürlich eine Maschine und braucht selten mehr als ein Take. Du hast vorhin von der Verantwortung gesprochen, die du hattest mit dem Thema. Und jetzt gerade in den letzten 2 Jahren ist natürlich Genozid nochmal ein riesiges Thema auch hier. Wie waren so die Erwartungen, die an dich herangetragen wurden, einmal in Armenien und einmal so von der Diaspora? Was sind so die ersten Feedbacks aus der Diaspora? Und vielleicht haben ein paar Leute aus Armenien den Film schon gesehen. Das ist ein sehr heikles Thema. Wollen wir mal versuchen, ehrlich zu antworten, weil ich ja hier
in meiner Hometown bin, dieser Film wird eigentlich weitestgehend ignoriert. Also dieser Film, ich habe noch nie einen Film gemacht, der auf so viel Indifferenz gestoßen ist wie dieser. Also ich weiß nicht, wie viele Festivals die ihn jetzt gesehen haben und also jedes hat es abgelehnt, bis auf ein einziges. Die Reaktion aus der Diaspora, die kennen wir eigentlich erst gestern, weil eben über 100 Armenier im Publikum waren. Das muss man absehen aber, oder abwarten. Aber generell bin ich eigentlich ziemlich tief bestürzt und getroffen und auch traurig, dass die Resonanz auf den Film eigentlich gar nicht stattfindet bisher. Also es war jetzt schön, es zweimal auszuverkaufen, Balsam auf unsere wunden Seelen. Aber vor allen Dingen auch diese Art zu erzählen, dieses Hintergründige, ist bisher auf wenig Gegenliebe gestoßen. Oh Gott, das war jetzt so super Littler. Parevdes. Das war Armenisch. I have a question about Armenia. You were in Armenia, right? So you did a film. I have a question that is not connected with the genocide, but the Armenia. So can you please tell three words that describe Armenia as a brand? Three words? Yeah. Myth, beauty, and pain. Thank you. Übrigens noch eine kleine Geschichtsstunde. Alle unsere, die Grundformen unserer Mythen, mit denen wir groß geworden sind, kommen aus dem armenischen Hochland. Das heißt, die Geschichten, die uns geprägt haben, kommen aus Armenien. Somit sind wir irgendwie auch alle Armenier. Food for thought. Eigentlich fast ein gutes Schlusswort. Wenn keine weiteren Fragen sind, sind noch Fragen. Okay, vielen Dank nochmal. Vielen Dank an Alain, der zwei Tage hier war. Digger Pan, Friedrich Paravicini. Und nochmal ganz wichtig, in der Welt der Ökonomie funktionieren solche Filme nicht. Das heißt, hier sitzen Leute, die über 10, 15 Jahre diese Filme möglich gemacht haben, durch private Spenden, weil damit wird man weder reich, noch hat man eine Garantie, eine in Anführungszeichen Karriere zu haben. Also nochmal vielen Dank an all die Leute, die unsere Filme über die Jahre, Jahrzehnte unterstützt haben. Draußen gibt es DVDs und Bier.